Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres neuen aktuellen Wollholika-Kals, dem Hanna-Tuch. Ich zeige dir heute, wie du die sechste Folge strickst. Mein Name ist Gabriele von Wollholika. Du bist hier auf dem Kanal der Handfärberei Wollholika gelandet und diese Folge kannst du als Werbesendung betrachten. Wir stricken also die Folge 6 und die Folge 6 startet mit der Farbe B, also der Farbe 2. In meinem Fall ist es die Farbe Salty Orange. So, es geht auch gleich los. Wir stricken wie folgt. Wir nehmen, mal ein bisschen Faden holen hier, wir heben die ersten drei Maschen ab, da diese zum angestrickten I-Cord gehören, und stricken im Mustersatz 1, das ist der Mustersatz mit den Kraus-Rechtsrippen, weiter. Der Mustersatz 1 geht wie folgt. Du strickst viermal zwei Maschen zusammen, zwei, drei, vier. Dann machst du achtmal ein Umschlag, eine Masche rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte mal, ich muss meine Stricknadel ein bisschen unter den Tisch tun, sonst schrappt das hier so, 6, 7, 8 und jetzt stricken wir noch viermal zwei Maschen zusammen. 1, 2, 3, siehst du? 1, 2, 3, 4. Habe ich einmal zu viel gemacht. 1, 2, 3, das wiederholst du jetzt bis zum Ende der Reihe. Viermal zwei Maschen zusammenstricken, achtmal ein Umschlag, eine Masche rechts, viermal zwei Maschen zusammenstricken. Wenn du wie ich zwischen den einzelnen Mustersätzen Maschenmarkierer eingehängt hast, dann hängst du die einfach von der linken auf die rechte Stricknadel. Es kann auch sein, dass du meine Fingernägel als nicht so sauber betrachtest. Ich bin Handfärberin und da ich mit den Händen arbeite, habe ich hier und da etwas Farbe an den Fingern, die nicht so leicht wieder weggeht. Das dauert immer ein paar Tage. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Jetzt strickst du diese Reihe alleine zu Ende. Wir sehen uns gleich zum Ende der Reihe wieder. So, ich habe bis zum Ende gestrickt, die letzten drei Maschen rechts, da die ja zum angestrickten I-Cord gehören. Ich wende und heb die ersten drei Maschen auch wieder ab, weil die zum angestrickten I-Cord gehören. Das ist die kleine Rundung, die sich dann als schöne Kante an das Tuch anschmiegt. Und die Rückreihe stricken wir jetzt rechts
Da wird mir, damit wir wie bei Mustersatz 1 überall eine Krausrippe erhalten. Die ganze Reihe rechts. Das strickst du einmal und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, die Reihe 1 und 2 haben wir gestrickt. Und zwar den Mustersatz 1. Jetzt stricken wir die Reihe 3. Die stricken wir komplett rechts. Natürlich starten wir wieder, indem wir die ersten drei Maschen abheben, weil, wie schon erwähnt, das ist der angestrickte I-Cord. Und dann die komplette Reihe rechte Maschen. Ich mache das auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Ende der Reihe, die wir jetzt komplett mit rechten Maschen stricken. So, die Reihe 3 haben wir jetzt gestrickt. Jetzt wenden wir. Und heben wie immer am Anfang der Reihe die ersten drei Maschen ab, weil diese ersten drei Maschen zum angestrickten I-Cord gehören und stricken jetzt die vierte Reihe alle Maschen links. Das machst du jetzt auch und dann treffen wir uns am Ende der Reihe wieder und ich zeige dir, wie es weitergeht mit diesem ganz zauberhaften Hanna-Tuch, dem aktuellen Wollholika-Kall. Das ist ein Stop-and-Go-Kall. Falls du das erste Mal eingeschaltet hast, Stop-and-Go meint immer, samstags kommt eine neue Folge dieses Tuches, wird eine neue Folge dieses Tuches immer ein Stück veröffentlicht hier auf YouTube, bis eben das ganze Hanna-Tuch oder dein Hanna-Tuch, wenn du mitstrickst, fertig ist. So, du strickst jetzt alle Maschen links und wir sehen uns gleich wieder. So, die Reihe 4 habe ich zu Ende gestrickt und schon einmal gewendet. Du strickst jetzt ganze 11 Mal diese Reihen 1 bis 4, die ich dir eben gezeigt habe. Ich wiederhole das auch noch einmal ganz langsam. Wenn du wie ich mit dem Originalgarn stricken möchtest, ich stricke übrigens mit der Parlsnor. Parlsnor ist ein plattdeutscher Begriff, der heißt übersetzt Perlenschnur. Und ich habe den Namen deswegen verwendet, weil durch die Zwirnung sieht das Garn aus wie so eine kleine Perlenschnur, weil sich Perle an Perle reiht. Die verwendeten Garne findest du in unserem Wollholika-Shop unter www.wollholika.de. Okay, jetzt erzähle ich dir diese 4 Reihen. Du strickst über die ersten 2 Reihen den Mustersatz 1. Der Mustersatz 1 ist der mit der Krausrippe. Das bedeutet, du strickst 4-mal 2 Maschen zusammen, 8-mal ein Umschlag, eine Masche rechts, 4-mal 2 Maschen zusammenstricken. Dann hast du diesen Mustersatz gestrickt. Über die Breite des Tuches strickst du diesen Mustersatz 5-mal. Unterteilt habe ich die Mustersätze mit einem Maschenmarkierer bei mir. Den hebe ich einfach immer wieder von der linken auf die rechte Masche. Von der linken Nadel auf die rechte Nadel. Wenn du die erste Reihe zu Ende gestrickt hast, dann strickst du die Rückseite, die zweite Reihe rechts. Danach folgt nach diesem Mustersatz 2 Reihen glatt rechts. 2 glatt rechts strickt man auf der Vorderseite, fokussiert das nicht, auf der Vorderseite rechte Maschen und auf der Rückseite linke Maschen. Ich wünsche dir viel Freude beim Stricken des sechsten Teils oder Woll 6.
von unserem Hanna-Tuch und wir sehen uns hoffentlich zu Woll 7 nächsten Samstag wieder. Deine Gabriele von Wollholiker.